Schalke zu Gast in Leverkusen. Wichtigste Nachricht für die Königsblauen vorab. Cedric Brunner ist wieder fit und spielt von Anfang an. Unterstützt von mehr als 6.000 Schalker-Fans, die zum Auswärtsspiel gefahren sind. Auffällig war, dass Leverkusen gerade in der ersten Halbzeit immer wieder über die linke Schalke-Abwehrseite mit den schnellen Außen Frimpong und Diaby kommen. Und daraus entsteht auch die erste gelbe Karte für Yoshida. Brenzlige Situation, aber am Ende kann Polter klären. Leverkusen mit Xabi Alonso als neuem Coach an der Seitenlinie erwartet sich neuen Aufschwung für die Bayer 11. Und das machen sie auch in den gesamten 90 Minuten. Starker Pass von Andrich auf Diaby und Klatsch! 1:0 für Leverkusen. Das hat sich ehrlicherweise auch etwas angedeutet. Noch rund 0,4 Minuten bis zur Pause. Über rechts rollt wieder der Angriff. Frimpong mit dem 2:0, der Doppelschlag. Vorlage Diaby, der bisher der Mann des Spiels ist. Und kurz vor der Pause, leider muss man sagen, die erste richtige Chance der Schalker. Terodde kann den Ball nicht richtig setzen. Halbzeit. Aue, Jahn und Aydin kommen für Mohr und Polter zur zweiten Hälfte in die Partie. Und schon früh beenden die Leverkusener das Spiel. Schick behauptet sich im Zweikampf wieder Diaby und der auf Frimpong, der mit seinem zweiten Treffer und Diaby mit dem dritten Scorerpunkt. 53. Minute. Danach war etwas die Luft raus. Leverkusen setzte in der Schlussminute noch einen drauf. Und das ist dann ehrlicherweise auch zu einfach für Leverkusen. Drei Spieler können an den Ball kommen, schaffen es dann doch nicht. Und der eingewechselte Paulinho zum 0:4 Endstand. Von Schalke kam wenig bis gar nichts. Ein absolut verdienter Sieg der Leverkusener. Und nach dem Spiel herrschte natürlich Frustration pur bei den Königsblauen. Comebacks können schöner sein, oder? Definitiv. Also wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Wir wussten, dass die vorne schnelle Leute haben, aber schlussendlich einfach viel zu naiv verteidigt. Und dann fährst du mit dem 4:0 nach Hause. Das haben die Fans auf keinen Fall verdient. Es tut mir auch extrem leid für die Mitgereisten. Und gilt es abzuhaken, möglichst schnell und auf nächste Woche zu schauen. Ja, ich glaube, dass wir alle natürlich sehr enttäuscht sind. Wir haben uns mehr erwartet, mehr erhofft. Wir sind mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen, wollten unbedingt Punkte mitnehmen. Das ist uns halt nicht gelungen. Wir waren halt erste Halbzeit nicht ruhig genug am Ball. Was wir uns vorgenommen haben, haben wir leider nicht umgesetzt. Zweite Halbzeit waren wir ruhiger am Ball, haben besser mitgespielt, aber halt im Endeffekt 4:0 verloren. Und, Also das war komplett, das war nichts heute. Ehrlich gesagt, für dich, aus meiner Sicht, tut es mir echt leid. Kämpfst dich so ran nach deiner schweren Verletzung, kämpfst dich durch über die U23, gute Leistung im Training und dann so ein Nackenschlag heute. Wie fühlst du dich? Ja, natürlich. Ich fühle mich scheiße im Moment. Nach einer Niederlage kann man sich nicht gut fühlen. Ja. Man muss weiter hart arbeiten, ja, und nächste Woche geht's weiter. Was habt ihr euch vorgenommen? Wie wolltet ihr in die Partie gehen? Weil du gerade davon gesprochen hast, wir wussten, dass sie schnelle Leute haben. Ja, wir wollten eng dran sein, wir wollten griffig sein, zwei Kämpfe gewinnen, die Leute, wenn es geht, ablaufen, viel kompakter stehen. Ist uns über weite Strecken nicht gelungen. Das müssen wir schleunigst abstellen, diese Naivität in der Defensive, weil in der Bundesliga wird das knallhart bestraft. Das haben wir heute wieder gesehen. Und wenn wir das nicht ab morgen abstellen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Findet man da schon Gründe? Ihr hattet gerade auch euch noch in der Kabine getroffen. Habt ihr das schon kurz angesprochen oder macht man das erst in der Analyse am nächsten Tag? Ich glaube, das wird dann morgen in aller Ruhe besprochen. Jetzt ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Es wird noch nicht viel gesprochen, sind alle enttäuscht. Und ich glaube, wenn man morgen dann mit ein bisschen weniger Emotionen das Ganze analysieren kann, macht das mehr Sinn als jetzt nach so einer Klatsche.